Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Georgies Kanal. Wenn euch die Videos gefallen, dann gerne abonnieren. Vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank an alle, die es schon getan haben. Ich freue mich sehr über den zahlreichen Zuspruch und die lieben Kommentare. Dankeschön. Ja, heute sind wir in Port de Andratx. Hier am Hafen hat man viele Möglichkeiten, unter anderem auch die, sein Boot zum Renovieren oder Aufhübschen zu geben. Trifft wahrscheinlich nur auf die wenigsten zu, die dieses Video gucken, aber wer weiß, vielleicht sucht der ein oder andere doch jemanden, der sein Bötchen ein bisschen pflegt. Ja, Port de Andratx gilt als Ort der Schönen und der Reichen, ist aber immer eine Reise wert, vielleicht auch ein Urlaub, für den einen oder anderen auch ein dauerhaftes Domizil. Von Palma zu erreichen in einer halben Stunde ungefähr über die Autovia, über die MA1. Ist ausgeschildert, kann man gar nicht verfehlen. Also der Ort ist unheimlich gepflegt und sauber, man gibt viel auf das Äußere. Parken ist hier gar kein Problem, das einzige Problem, die kostenlosen Parkplätze werden immer weiter zusammengestrichen. Also ich glaube letztes Jahr noch kostenfreies Parken erlaubt war, muss man jetzt eine Gebühr entrichten. Dennoch findet man immer noch genügend Parkplätze, wo es kostenlos ist. Ja, zum Beispiel einer, der jetzt kostenpflichtig geworden ist, und man sieht es auch, er ist jetzt ziemlich leer, ist der Parkplatz hier links. Und hier erstmal den Blick auf den Hafen genießen, auf diese vielen, vielen Boote. Ehrlich, einfach mal träumen. Auch hier glasklares Wasser. Wie an vielen Orten auf Mallorca. Hier rechts die kleine Schiffswerft, an der wir eben vorbeigegangen sind. Ja, Port de Andratx ist in Teilen auch noch ursprünglich nicht zu vergleichen mit Andratx selber. Andratx ist natürlich auch traumhaft, die engen Gassen, die ursprünglichen mallorquinischen Läden. Also, das kann man immer gerne mal verbinden. In Port de Andratx trifft man noch viele, die man auch so aus den Medien kennt. Ja, hier der fast leere Parkplatz. Wie gesagt, war sonst immer gut gefüllt, jetzt ziemlich leer. Dass die Plätze kostenpflichtig geworden sind, sieht man an den blauen Linien. Wo blau ist, kostet es was.
Und hier ist auch der Bezahlautomat. Was man übrigens sagen muss, die Mietwagenpreise sind ja dramatisch hochgegangen. Und es wurde ja damit begründet, dass es zu wenig Mietwagen auf der Insel gibt. Aber das ist gar nicht so unbedingt wahr. Man findet hier auch viele, gerade kleinere Vermieter, die Autos in jeder Kategorie anbieten. Und also man muss keine Angst haben, dass man kein Auto mehr bekommt. Vielleicht nicht zu früh buchen, vielleicht ein bisschen abwarten. Ich denke mal, der Konkurrenzkampf ist aufgenommen und man wird auch schon wieder, ja, vielleicht nicht gerade ein Schnäppchen machen können, aber an etwas günstigere Autos rankommen. Man muss allerdings auch sagen, die letzten Jahre war es aber auch verdammt günstig. Es gab teilweise Mittelklassewagen am Tag für 5 bis 10 Euro. Ob das nochmal wiederkommt, weiß man nicht, aber der Wettbewerb regelt das. Ja, hier geradeaus, dort legen immer die Fischerboote an. Dort werden an Land oft die Netze gepflegt. Kann man die Fischer bei der Arbeit sehen. Schon ganz interessant. Fürs Essen gehen in Port Randratsch kann man sehr, sehr viel Geld ausgeben, aber man findet auch viele Restaurants, die echt gute und faire Preise haben. Ein traumhafter Blick. Da hinten geht's raus aufs Meer. Ja, Andratsch oder auch Port Andratsch liegt am Fuße des Tramuntana-Gebirges. Von hier führen führt eine Route nach Deja. Also eine Fahrt dort an der Küste entlang. Macht schon Spaß. Diverse Orte dort im Tramuntana-Gebirge habe ich ja schon vorgestellt. Das eine oder andere wird ganz sicher noch kommen. Also kulinarisch wird hier einiges geboten. Man sieht hier vom Italiener
bis zum Inder. Natürlich die mallorquinische Küche nicht zu vergessen. Also hier ist für jeden was dabei. Hier arbeiten die Fischer, lagern ihre Netze und reparieren sie hier auch oft. Hier ist immer dieser leichte Fischgeruch in der Nase an diesem Ort. Ja, und da drüben von dem Berg, wenn man da wohnt, hat man natürlich eine geniale Aussicht. Unter anderem kann man dort von dort bis nach Pagera oder Santa Ponsa blicken. Restaurant, ein Restaurant reiht sich hier am Hafen entlang. Ja, wir befinden uns in der Vormittagszeit, also es wird angerichtet für den Mittagsansturm. Diesen großen Ansturm wird es sicherlich immer noch nicht geben zurzeit. Hier die etwas größeren Schiffe der Fischer. Ja, wie man sieht, die Auswahl ist riesig. Leerstand hier, Fehlanzeige. Alle Geschäfte sind belegt. Immer mehr Autos fahren hier auch elektrisch. Überwiegend sind es aber Deutsche, die darauf setzen. Der Gestank in den Straßen nach Abgasen und Benzin ist auf Mallorca deutlich höher als in Deutschland, kann man schon so sagen.
Ja, die ersten Restaurants sind jetzt doch schon ganz gut besetzt hier. Hier die Bootsverleiher, also hier mal her eine kleine Bootstour machen, kein Problem, egal ob zu zweit oder mit mehreren Leuten. Also hier ist es immer immens angesagt, direkt im Wasser zu sitzen und hier zu speisen. Hier nochmal glasklares Wasser. Und da drüben die Ausfahrt zum Meer, die konnte man eben nicht so sehen, war verdeckt. Ein Elektroauto auf alt gemacht. Oh, tief hängende Wolken, man sieht es da im Gebirge. Eben schien noch die Sonne, als ich hier ankam. Ja, hier irgendwo oben ein Apartment. Das wäre ein Traum.
wieder alles geöffnet hier. Aber hier sitzt keiner vorne, ein Restaurant. Total gut besucht. Auch hier werden Menüs angeboten. So, jetzt verlassen wir das Meer. Und ich gehe durch die zweite Linie, wo dann noch diverse Geschäfte sind und auch Gastronomie. Hier geht es gleich mal richtig bergauf. Dafür wird der Wind gleich etwas weniger. Puh, einmal die Maske runterziehen. Schwitzig. Ja, es wird gleich wieder interessanter. Hier ein Hotel. Mitten im Ort eine Schreinerei. Der Geruch von frisch gesägtem Holz, herrlich. Geschäfte, Fitness, Yoga, alles hier am Start. Möbelgeschäfte und Dekoration. Also alles hier so ein bisschen natürlich gehobener. Heißt aber auch ein bisschen was für den etwas größeren Geldbeutel. Auch Boutiquen hier. Und hier beginnt so eine ganz kleine Fußgängerzone. Auch hier
verschiedene Möglichkeiten, ein gutes Essen zu sich zu nehmen. Sehr zu empfehlen die Osteria da Sandro. Richtig gut und nicht so teuer. Hier nochmal der Blick zurück zum Hafen. Ja, auch an Sehenswürdigkeiten mangelt es hier nicht. Hier der Blick durch bis zum Altar. Ja, wir sehen fast keinen Leerstand. Hier mal eben ein Laden, der frei war. Aber ansonsten Leerstand, Fehlanzeige. Gott sei Dank. Ja, gut so. War keine Beschwerde. Ja, und hier endet jetzt mal dieser Gang durch Porta Andrade. Ich hoffe, es war interessant. Wenn ja, doch bitte gerne den Kanal von Georgies abonnieren. Und uns gewogen bleiben. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und bedanke mich bei all denen, die jetzt bis zum Ende beim Video dabei waren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann freue ich mich, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dieses Video endet hier in Porta Andrade. Vielen, vielen Dank nochmal. Bleibt mir alle gewogen. Ich sage Tschüss und Adios. Euer Jörg.